Tag, ihr liebenswerten Menschen hier. Toni, Justin Bell. Justin Bell für mich. Ja, doch, komm mal her, du bist Teil der Szene. Pass auf hier, guck mal, wie macho. Ist ja jetzt wieder fertig. Wie macho die Stoßstange aussieht. Kennen die Filme zu, they can really see how macho it is. So, hier. Pitbull mit Pin. Ja, ja, sieht schon macho aus, ist übrigens auch macho. Der hat ja hier vorne den Knaller gehabt und funktioniert. So, komm. Leute, es wird ein bisschen leerer jetzt, man kann schon wieder atmen. Range Rover hat jetzt Rücksitze bekommen, also wir tun den jetzt enthainoisieren, ja. So, also wir machen da jetzt mehr ein allgemein jüngliches Auto drauf. Hier steht dann noch der Muckermann, ich habe noch keine Zeit. Halt den Mund. Ja. Was ist denn? Ja. Ich habe noch keine Zeit, den das Getriebe auseinanderzunehmen. Das machen wir zusammen. Aber ja, ich habe noch keine Zeit dafür, weil drüben, wo beim Zaron sind wir die Waschanlage am Bauen und da haben wir Probleme mit dem Ölabscheider bzw. mit der Genehmigung. So, Emanuel Kamps hatte ja gesagt, was machen wir als nächstes für ein Projekt? Ich habe wieder Bock auf einen Countdown. Also, Manuel, erstens, ist der Justin noch nicht fertig? Da gehen diese Woche die Arbeiten weiter. Ich habe ja gesagt, der kriegt einen effizienteren Motor. Wir glauben, wir können dann noch mehr Kilometer in der Stadt rauskitzeln aus dem Auto. Nummer eins, also ich will, dass der komplett fertig entwickelt ist, bevor wir damit auf Tournee gehen. Also das läuft sowieso noch. Nummer zwei, die Ochtane haben ja gerade erst was geschafft. Jetzt muss ich erstmal wieder aufholen. Nummer 3, Countdown. Ich habe gesagt, die Karre läuft am Samstag. Boom. Hallo Julius. How are you? So, hier bauen wir jetzt. Letzte Woche habt ihr gesehen, wir haben den alten Boden wieder reingenietet. Die Sitzkonsolen gefertigt. This fits with the seat, my friend. It's Maxi. Are you sure? Did you try? So, ja, die Sitzkonsolen sind drin. Und jetzt macht der Julius hier drinnen wieder ein Cockpit drauf. Diesmal machen wir das einteilig aus Fiberglas. Weil ich will jetzt das Auto von innen komplett nackig haben. Ne? Also, außer Sitze soll da nichts drin sein. Sitze und so ein Smartphone mit so einer Application, weißt du, die vielleicht jetzt die Geschwindigkeit anzeigt oder irgendwie sowas. Oder wenn es was gibt für diese alten Motoren hier, womit man Bluetooth-mäßig was senden kann im Telefon, irgendwo Wassertemperatur und so, sagt mir bitte Bescheid. Ja? So, jetzt haben wir uns aber verkloppt hier vorne, seht ihr das? Wollte man den Kühler reinbauen, haben wir das Chassis großartig umgeschweißt und Aussparungen gebaut und Verstärkungen reingeschweißt. Jetzt ist das so, wenn wir die Schnauze wieder reinschweißen, passt der Kühler nicht rein. Also wir kriegen ihn weder rein noch raus. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal umbauen, das wirft uns natürlich ein bisschen zurück. Also, Countdown, ja, Samstag, ich habe gesagt, am Samstag läuft der. Nächste Woche Samstag sollte der mit Platten auf der Straße sein. Dann ist der Countdown. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, damit ich hier wieder machen kann, okay? Ja. Achso, nee, das muss ich noch schnell erwähnen hier. Das ist ja unser Schweißgerät von der Firma Stahlwerk. Ein deutscher Vertrieb, ein chinesisches Produkt. Aber ja, ein deutscher Vertrieb. Und die haben uns jetzt schon 1, 2, 3 Mal, hiervon haben wir 2 Stück. Und dann haben wir noch ein kleineres MIG, wo ich die Rolle umgebaut habe. So, das hier war jetzt schon 3-mal kaputt und 3-mal konnte man das selber reparieren, weil das immer nur so kleine Problemchen mit den Drähten waren. Also, und die Belastung bei uns ist semi-kommerziell, sage ich jetzt mal. Okay? Was heißt? Nee, die Belastung bei uns ist gravierend. Gravierend. Wir haben das auseinandergenommen, wir haben den Wärmetauscher sauber gemacht, der stand immer hier in einem Feinstaub. So, ja, der Hühnertraktor steht hier, ihr seht das. Den haben wir ein bisschen überholt, der hat jetzt eine Tür,
Da kommt jetzt noch rein und eine Hühnerleiter. Eine kleine Leiter, weil sonst die kleinen, die ganz kleinen Küken schaffen das nicht bis rauf im Kinderzimmer, verstehst du? So, also eine kleine Gehhilfe da für die kleinen Küken. Und dann geht der rüber in die Behindertenschule. Jetzt, Behindertenschule, warum? Gibt zwei Gründe. Erstens, kotzt mich dann an, wie die hier die Behinderten, also die Gehbehinderten, mit Rollstühle ausstatten. Das ist irgendwie, ja Leute, hier kein drastisches Beispiel, sondern unser lokaler Bettler, dem jeder da eigentlich gut, das ist das Gerät, was wir immer zusammenschweißen. So werden die hier gebaut, vermutlich traditionell von einem Entwicklungshelfer ausgedacht. Und ja, ihr seht, das ist ein Behelf. Ne? Hier so ganz langsam geht dann, aber die hacken da manchmal dran rum, die reißen sich die Hände auf und es gibt überhaupt kein Improvement an dem Ding und darum geht es. Wir wollen euch da keine drastischen Bilder jetzt zeigen, sondern nur hier unseren Kumpel quasi, der war damit einverstanden. Aber ihr seht das, also ich bin der Meinung, Pedelec-mäßig, ja, kriegen wir das hin. Das ist so. Wenn du machen würdest, dann würde irgendein Verein schreien, aber ja, ja. So, das stört mich. Zweitens sind das natürlich hervorragend geeignete Männer für zum Beispiel iPod-Farmen. Da brauchst du keine Beine für, aber hohes Konzentrationslevel, aber vor allen Dingen Spezialschweißereien, ja. Ich rede über Aluminium, Edelstahl, Bronze, bla bla bla. So, und das würden wir halt eben gerne machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob sich Behinderte besser verkaufen wie Nichtbehinderte. Nee, das ist so. Die Behindertenschule hier ist besser organisiert, weil die natürlich bessere Sponsoren haben. Und dann ist das für uns als Fundikipusser realistischer. Wir waren ja vorgestern im Fernsehen. Toni, cut in the link to the TV-Show hier. Ja? Da ist jetzt ein Link, Leute, könnt ihr reingehen. Da könnt ihr euch die TV-Show angucken, wenn ihr wollt. Wir waren also im Fernsehen, da könnt ihr euch vorstellen, unser Telefon hier heiß geklingelt. Das sind alles Schulen aus den Slums, speziell in Nairobi, aber da haben wir ja schon eine. Und wenn wir realistisch bleiben wollen, wir müssen wirklich gucken, alles was wir tun, muss Widerhall erzeugen. Weißt du, wir können nicht mit der Gießkanne, sind wir viel zu klein für, ist viel zu uneffektiv, das machen andere. Deswegen auch jetzt Just E, deswegen will ich, dass der effizienter wird, Leute. Ja, ich hätte schon gerne, dass der einmal in Berlin ringsrum kommt, ne, elektrisch. So, jetzt ist der Schluss. Jetzt drauf, ja. Im Moment machen wir erstmal den Just E fertig. Punkt. Okay? Dann ist, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ist ja klar, Michael, die Schrader Brothers, dann geht es los. Juwelen in der Walachei wollen wir finden, beziehungsweise kennen wir schon welche. Aber auch meldet euch, Leute. Wenn ihr ein Juwel habt oder was Wichtiges zu sagen, meldet euch bei den Schrader Brothers, ja? Damit wir anfangen können zu sammeln. So. Jetzt haben wir hier aus dem Rancho Vovoca. Der Hund, der liebt die Karre schon. Erstmal haben wir hier um das Lenkrad jetzt noch so ein Cover drumherum gemacht, seht ihr? Und dann habe ich den Glühknopf auch so gemacht, dass man ihn sieht. Der war ja vorher unter der Verkleidung, aber das war zu viel Heino, verstehst du? Das ist auch noch aus meiner Jugend übrig geblieben. Ja, dann haben wir hier, das ist interessant, Fangbänder, das sind zwei Sicherheitsgurte. Doppelt gemoppelt mit Aluminium drin und Aluminium draußen und dann durchgenietet 5,2 mm. Das ist stärker wie original Fangband, siehst du? Und das hilft so einer Range Rover Tür enorm. So, und dann hinten drin, jetzt, das seht ihr jetzt, wo der Hund liegt. Das ist aus dem Range Rover Vogue die doppelte klappbare Rücksitzbank. Ja, vielleicht kann ich das, Tony, if you just get in there, I can show people. Pass mal auf, der Toni geht jetzt mal gerade da rein. Dann könnt ihr nämlich sehen, was der Riesenvorteil ist von der Sitzbank vom Evoque. Ja? Ihr habt wesentlich mehr Beinfreiheit hier. Ja? Die haben wir ein bisschen zurückgesetzt, 10 cm. Dann ist die, kannst du die halb klappen. So, ja, weil bis jetzt hat er sich noch nicht verkauft. Der Liebe.
Und da haben wir gedacht, da tun wir mal ein bisschen Heino raus und ein bisschen mehr normale Leute rein. Und dann finden wir auch einen Käufer dafür. Ich muss wahrscheinlich auch noch dieses Kunstwerk auf der Haube hier entfernen. Obwohl, Freunde, die Geräusche alleine, die da rauskommen. Oder wenn ihr das seht, wie der Luftfilter wackelt, wenn du fährst. Ne? Auch unbeliebt übrigens lokal wegen, wie heißt es? What is the English word for witchcraft? No, the German word for witchcraft. Wie heißt denn jetzt Witchcraft? Hexerei, versteht ihr? Wegen Hexerei. Hier glauben die Leute ja noch an Hexerei. Und ich hab sie ja voll da drauf. Ne? Die Hexengänge. Nachts sind die beleuchtet. Ohoho. Ja, das ist, weil die Bullen halten sich ja immer an, dann kommen die hinten über die Seite so und gucken, den Sticker hier wollen die immer sehen, ob du versichert bist. Und dann müssen die automatisch an dem beleuchteten Schädel vorbei. Also unbeliebt. Im Allgemeinen gefällt er mir eigentlich besser als den meisten Menschen. Naja, dem Hund gefällt er auf jeden Fall sehr gut. Das steht fest. Ja, das wäre ihm aber auch scheißegal, ne Hund? Scheißegal welche Marke, Hauptsache fährt die Brattel, ne? Sag ja. Sag ja. Ja, ja, ja. Also so bedeuten ja, findet ihr gut. Ne? Ja Leute, wo wir gerade dabei sind, die Nachbarn hier. Das ist jetzt ein Corolla, Toyota, ganz normales Auto. Grau-schwarz ist im Moment, also seit wir da mit dem Range Rover angefangen haben, schon der Original on the other side. Okay, genau, schon von hier. Flup, flup. Ja? Also hier original. Original. Fälschung. Ja? Original. Fälschung. Guck mal hier unten nochmal Inspektion. Jetzt kommt die Hundeinspektion. Und? Was sagst du? Doc? Nee, der meint also auch, das wäre eine Fälschung. Ne? Komm nochmal hin. Fälschung. Aber jetzt macht er das Perfekte natürlich, verstehst du, bis dahin ist noch gut. Die Frau hat das gesehen, hat gesagt, oh, will ich auch, grau-schwarz, elegant. Aber jetzt kommt der Armaturenbock, Leute. Freunde. Was ist das, Leder? Nee. Real. Yeah! Verstehst du? Jetzt ist der Frank Zappa wieder da. Yo! Ja, also. Overboard nennt man das, ja? Einfach ein Stück zu weit gegangen. Ja, Wahnsinn. Hör mal, dann will ich auch. Also, was haltet ihr davon, wenn wir uns ein Auto bauen mit Fallausstattung? Ah. Nee, der nicht, der wird verkauft. Da können wir vielleicht noch woanders reinladen. So, jetzt lasst mich wieder arbeiten, Männer.